Verantwortung. Wer trägt die in der Wirtschaft? Wer in Politik und Gesellschaft? Das Thema beim Zeitwirtschaftsforum 2014. Ganz herzlich willkommen zum 6. Zeitwirtschaftsforum im Hamburger Michel. Was für einen besseren Ort könnte es geben für unsere Konferenz heute als Hamburg? Die Zeit steht wie keine andere Zeitung für Verantwortung und Gesellschaft. Wir sind hier in Hamburg, die Heimat des ehrbaren Kaufmanns. Im Programm prominente Entscheider und Macher, darunter Deutsche Bank Co-Vorsitzender Anshu Jain, Gastronomieunternehmerin Sarah Wiener oder BDI-Präsident Ulrich Grillo. Die erste Keynote hält der Präsident des Europäischen Parlaments, Martin Schulz. Wie wir miteinander umgehen, wie wir die Menschenwürde garantieren, entscheidet sich über die Form, wie wir wirtschaften. Wirtschaft und Verantwortung sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Anshu Jain über die Konsequenzen, die die Deutsche Bank aus der Finanzkrise gezogen hat. Wir haben die flexiblen Boni gestrichen, die mitverursacht haben, dass es zu einigen Exzessen kommen konnte. Dabei nehmen wir auch in Kauf, Talente an unsere amerikanischen Wettbewerber zu verlieren, die das Bonussystem nicht in dieser Form umgestaltet haben. Unternehmen an ihre Verantwortung erinnern. Günter Wallraff hat sich das mit seinen Undercover-Aktionen zur Aufgabe gemacht. Er berichtet von seinen jüngsten Recherchen bei Paketzustellern. Sein Fazit? Also im Moment geht das ganz rasant im freien Fall in die Verantwortungslosigkeit. Es wird immer mehr Stammbelegschaft abgebaut. Und an der Stelle über Leiharbeit, über Werksverträge kommen dann prekäre Arbeitssituationen zustande. Eine Steilvorlage für das nächste Plenum über Werte und Wertpapiere. Zur Frage, ist die Marktwirtschaft in Deutschland insgesamt noch sozial genug? Wir müssen die paar Einzelfälle, die falsch gelaufen sind, da müssen wir versuchen gegenzusteuern. Deswegen dürfen wir aber nicht überregulieren lassen. Wir müssen einfach das System weiterentwickeln, wo es hier und da Ecken hat. Da müssen wir weiterentwickeln, müssen Werbung machen, damit wir eben vermeiden, dass der Staat immer mehr eingreift und immer mehr meint, uns sagen zu müssen, was wir zu tun haben. Denn das ist die falsche Richtung. Wie viel Regulierung braucht die Wirtschaft und wie viel Schutz benötigen die Verbraucher? Zu dieser Frage auf dem Zeitwirtschaftsforum vielfältige Standpunkte. Jeder ist für sein Leben eigentlich selbst verantwortlich. Und die spannende Frage ist nur, bekommt er ausreichende Informationen, um auch richtige Entscheidungen treffen zu können? An Sie, Frau Wiener, die Frage, den mündigen Verbraucher, gibt es den eigentlich? In unserer Gesellschaft ist es unmöglich, um beim Essen zu bleiben, erkennen, was Qualität hat, Qualität zu benennen, eine Transparenz herzustellen. Und deswegen ist es ein bisschen bigott und scheinheilig zu erwarten und zu sagen, die Verantwortung liegt nur bei dem Konsumenten, bei dem Verbraucher, bei dem, der einkauft. Heiß debattiert. Genuss oder Gesundheit? Wie viel sollte hier der Staat regulieren? Der Verbraucher muss informiert sein. Da hat sicherlich auch der Regulierer eine Aufgabe. Das jetzige Regulierungssystem, was wir in Deutschland haben, funktioniert. Es ist effektiv, es ist angemessen und es ist auch richtig für ein Produkt wie Tabak. Was jetzt aus Europa kommt, ist ein ganz anderer Ansatz und da kommt ein ganz anderes Verbraucherleitbild dahinter. Weil man jetzt sagt, es geht nicht nur ums Informieren, es geht ums Schockieren. Ein weiteres Thema auf dem Zeitwirtschaftsforum. Gehen uns die klugen Köpfe aus? Gibt es bei Ihnen bestimmte Berufe, wo Sie sagen, da fehlen uns wirklich die Leute? Insgesamt in der Gesundheitswirtschaft ist das Problem schon relativ zugespitzt. Wenn man sich da die Zahlen anschaut, weit mehr als die Hälfte der Arbeitgeber klagt darüber, dass Fachkräfte fehlen. Bekämpfung eines drohenden Fachkräftemangels ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da hat Politik eine Rolle, aber eben nicht die alleinige Rolle. 1,4 Millionen junge Erwachsene ohne jede Form von abgeschlossener Ausbildung ist ein Talentpool, das wir nutzen können. Ein zweites, das ist, wir brauchen mehr qualifizierte Zuwanderung. Zum Abschluss des Forums ein sehr persönliches Gespräch zwischen Christian Wulff und Giovanni Di Lorenzo. Meine Frage war ja, ob die Politiker, wie Sie sie kennengelernt haben, einfach nur feige waren. Also die meisten Politiker waren ängstlich. Manchen Politikern ist gesagt worden, also wenn du dich jetzt auf die Seite von dem Wulff stellst, dann werden wir uns dein Leben mal angucken und deins ist im Zweifel interessanter als das von Wulff. Und es gab natürlich auch Populismus. Wenn mal eine Stimmung in eine Richtung geht, ist es natürlich angenehmer, mit der Meute zu fahren.
mit der Jagdgesellschaft, als sich dagegen zu stellen. Das Zeitwirtschaftsforum, auch im nächsten Jahr wieder im Hamburger Michel.